Ich glaub an dich. Guten Tag. So. Nimm mit. So, und die letzte Station. Ach, schön, dass jetzt die Sonne rauskommt. Danke. Au. Au. Hui. Boah, Sonne, willst du mich verarschen? Boah, Mann. Immer zum unpassendsten Zeitpunkt. Oh, ich sehe nichts. Schalte sie aus. Oh Mann, ich sehe gar nichts mehr jetzt. Diese bescheuerte Scheißsonne, ey, das gibt's doch gar nicht. Die kommt immer dann, wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Ja, toll. Sag mal, willst du mich verarschen? Komm her. Boah, alter Junge, ne? Ich steig gleich aus, ganz ehrlich. Jetzt bleib doch mal stehen. Oh, diese Idioten-Leute hier, ne? Quetsch. Quetsch. So. Quetsch. So. Feierabend jetzt. Meine Herren. So. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Da überfahre ich euch eben, wenn ich euch nicht anders krieg. So. Oh. Oh. Upgrade-Kit nehme ich auch gerne mit. Alles misch. Alles misch. Alles misch. Und nur misch. Ach du Scheiße, was sehe ich denn da schon wieder? Auf Le Map. Kommt bei, Leute. Los, los, los! Ich bin dran. Los, los, los! Ich bin dran. Au! Was zum Teufel? Was? Inventar? Sonst noch was? Yeah. Ist hier sonst noch jemand, der Ärger will? Ah, sehr gut. So. Medizin. Gib her. Oh. Alter. So. La 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 la. Da liegen überall noch Leichen, die nicht von uns kommen.
Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte! Er ist verrückt! Mr. Toombs, Sie sind verrückt! Sie brauchen Hilfe! Es ist der Corporal! Corporal Toombs! Sie können nicht lügen! Nicht heute! Heute kommt alles ans Licht! Hä? Was los? Wovon reden Sie da? Warum wollen Sie diesen Mann umbringen? Was? Ich will nichts weiter als mein Leben zurückhaben! Ich will nur schlafen können, ohne schreiend aufzuwachen! Ich will, dass man die Leute, die mich nach Arkuse geschickt haben, vor Gericht stellt! Ist Ihnen denn nicht klar, dass Toombs verrückt ist? Erschießen Sie ihn! Aber wenn das nicht möglich ist, muss ich mich damit zufrieden geben, die Männer zu töten, die mir mein Leben genommen haben. Erschießen Sie ihn, Alter. Was hat der Doktor Ihnen angetan, Corporal? Wir waren auf Arkuse, als die Dreschlunde angriffen. Meine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Dreschlunde! Die Wissenschaftler haben sie studiert. Sie sorgten dafür, dass sie uns angriffen, um es zu studieren. Okay. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hoch erfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Sie töten sie, weil sie ihre Einheit getötet haben. Sie dürfen Toombs nicht glauben. Er kann nichts beweisen. Ich verlange einen fairen Prozess. Hatten Sie schon mal Dreschlundsäure in Ihren Adern? Ich schon. Sie wollten sehen, was sie bewirken kann. Sie gehören zu einer Organisation, Cerberus, die viele derartige geheime Tests durchführt. Sie haben mich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Das ist Gerechtigkeit. Dieser Mann verdient den Tod. Werden Sie mich nun erschießen oder nicht? Oh nein, ich kann hier auch nichts machen. Ich kann ihn verhaften. Er wird für seine Verbrechen vor Gericht gestellt. Haben Sie mir nicht zugehört? Er war Teil einer Geheimorganisation. Ich weiß nicht, was Cerberus ist. Aber Sie werden niemals zulassen, dass das alles publik wird. Das ist der einzige Weg. Helfen Sie mir nun oder bringen Sie mich um. Erschießen Sie ihn? Nur zu, tun Sie es. Tun Sie es? Ach so. Ich schätze mal, das ist Soldat töten, das ist keine Ahnung und das ist knall den Wissenschaftler ab. Sorry, aber der soll den Wissenschaftler halt abknallen. Wenn das, was Sie sagen, wahr ist, dann drücken Sie ab. Ich werde Sie nicht aufhalten. Mr. Toombs, bitte! Wir hatten keine andere Wahl! Sie mussten sterben. Sie verstehen es doch, oder? Ich hatte keine Wahl. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt sind die Wissenschaftler wie meine Einheit. Keine Überlebenden. Hä? Huch! Hat er sich jetzt selber umgebracht? Toombs Leiche fällt zu Boden. Sein Gesicht, das vor wenigen Momenten noch vor Zorn verzerrt war, erscheint jetzt ganz friedlich. Er hat die Situation auf seine Weise gelöst. Sie salutieren vor der Leiche des Corporals. Zumindest so viel Respekt steht ihm zu. Dann gehen sie. Okay. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das richtig war, was ich gemacht habe. Aber es erschien mir eben irgendwie richtig. Ich meine, es hieß sowieso, dass dieses Cerberus skrupellos und gefährlich ist. Und dadurch, dass der Wissenschaftler einer davon war, ja bitte. Hui. Hui. Gut, okay. Das haben wir fertig. Dann können wir ja zurück und, ja. Ne? Ich speichere mal. So, und neuer dann... Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Commander. Es ist ausgesprochen traurig, dass sowohl der Doktor als auch Toombs ums Leben kamen. Aber ich weiß, dass Sie Ihr Möglichstes getan haben. Danke nochmals für Ihre Hilfe, Commander. Fünfte Flotte Ende. Bitte. Okay, dann sind wir hier durch. Und können uns das nächste annehmen. Und da ist, glaube ich, Garrus Quest mit bei, wenn ich mich nicht täusche. So, was haben wir denn hier? Klobaka? Tangel, Matol,
Klugon und MSV Fedel. Wir fangen mal von hinten an. Klobaka ist eine terrestrische Welt mittlerer Größe mit einer dunstigen Kohlenwasserstoffatmosphäre. Seine Oberfläche besteht hauptsächlich aus Chloriden mit Vorkommen an festen und flüssigen Kohlenwasserstoffen. Haben wir denn hier in dem Nebel was? In diesem Asteroidennebel? Aha! Aha! Felsiger Asteroid! Ein metallischer Asteroid, Radius 118 Kilometer. Schwermetallvorkommen entdeckt. Vielen Dank, vielen Dank. So, Tungel, oder Tungel, je nachdem, wie man das ausspricht, ist eine riesige terrestrische Welt, fast doppelt so groß wie die Erde und mit einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Ethan. Die glühend heiße Oberfläche besteht vornehmlich aus Eisen mit ausgiebigen Vorkommen an Schwermetallen und radioaktiven Elementen. Tungel ist eine mineralogische Fundgrube. Viele Unternehmen bemühen sich zurzeit um die Abbaurechte. Das haben wir hier. Matol. Alle Versuche, Matol näher zu erkunden, sind bis heute gescheitert. Matol ist nach normalen Standards ein kleiner Felsplanet mit einer dichten Atmosphäre aus Kohlendioxid und Argon und einer erstaunlich großen Menge Wasserdampf. Ich dachte gerade, es wäre ein Komma, Entschuldigung. Nebel und Regen gehen tagtäglich auf der kargen, leblosen Oberfläche nieder. So, hier haben wir Klugon. Klugons Wasserstoff-Helium-Atmosphäre erhält durch Chlor und ionisierte Gase einen ziemlich dramatisch anmutenden smaragdgrünen Ton. Ihn umkreisen fast 100 Monde. So, und jetzt die MSV Fedel. Da sollte der Doktor drinne sein. Die Fedel ist ein menschliches Modullastschiff der Kowloon-Klasse. Neben dem Standard-Frachtraum verfügt das Schiff auch über eine biologische Forschungsmodule. Registrierung, Privatbesitz, Dr. R. Hart. Da gehen wir hin. Da nehmen wir jetzt den guten Garrus mit. Der wollte ja unbedingt mit, wenn wir diesen Dr. Hobbs nehmen. Und ich hoffe, wir kriegen das innerhalb von 8 Minuten gerallt. So, naja, groß scheint die Einrichtung ja nicht zu sein. Es scheint gut auszusehen dafür. Hier geht's nicht weiter. Schnuckiputz, kommst du mit? Ach, das ist wieder so ein Giga. Offenbar hat Salia noch mehr gemacht, als Organe zu klonen. Oh, da kommen noch mehr. Wartet, ich brauche mal eben meine andere Knarre. Testsubjekt, Alter. Oh Gott. Was zum Teufel? Hier ist sauber. Ist auch sauber. Kann ich speichern? Sehr gut. So, wo kommen wir jetzt hin? Okay, wir haben hier noch 2 Räumchen. Da können wir rein. Danke, dass Sie mich vor diesen Dingern gerettet haben. Commander, das ist er. Das ist Dr. Saleon. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart, bitte, holen Sie mich hier raus. Sind Sie sicher, dass er es ist? Positiv. Dieses Mal gibt es kein Entkommen, Doktor. Ich würde mir ja erst Ihre Organe nehmen, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Sie sind verrückt. Er ist verrückt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er mir das antut. Erlösen Sie ihn von seinem Leid, damit wir weiter können. Aber gern. Ihre Tage als Schlachter sind vorüber, Doktor. Nein! Bitte! Bitte! Yeah. Das war befriedigend. Was war das denn? Gut. Vergessen Sie dieses Gefühl nicht. Genau so sollte es sein. Das werde ich nicht, Commander. Tja, ich schätze, wir sind hier fertig.
Saljans Medizinausrüstung ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen. Hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorüber. Es wird Zeit, zur Normandie zurückzukehren. Warum stehst du denn jetzt da? Schwere Dechiffrierung, Alter. Alles mitnehmen. Medizinische Station. Alles mitnehmen. Oh, Alter. Ist da viel? Cool. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig gemacht, dass ich ihn abgeknallt habe und nicht, der gute Garrus ihn eigentlich töten sollte. Aber was war das denn? Was war das denn bitte für eine Luschenquest? Ich habe ja nicht mal 2 Minuten dafür gebraucht. So, ich muss erstmal den Ausgang wiederfinden. So, da haben wir eine Quest, haben wir durch. Und dann, ja, würde ich sagen, suchen wir direkt den Cluster auf, wo wir für Rex noch hin müssen, wegen der Rüstung. Und das wird dann vermutlich die letzte Amtshandlung sein für diese Aufnahme. So, haben wir das durch? Tote Wissenschaftler? Ja, Dr. Saljan ist tot, sehr gut. Wo haben wir Rex? Wie heißt das? Wo müssen wir hin? Der Argos Rohcluster. Alles klar, dann schauen wir mal. So, da haben wir durch. Der Argos Rohcluster. Armstrong, Styx, Hawking, Eta, Voyager, Hades, Gemini, Argos Roh. Ich glaube, hier waren wir aber schon mal, ne? Hydra, ja. Irgendwo waren wir hier schon mal. Ist aber schon ein bisschen her. Das war, glaube ich, recht am Anfang. So, Varmalus, Medgus, Canrum, ja, Theia, ja, das kommt mir bekannt vor. Syba, mal schauen. Nope. Nope. Ah, hier war das. Gefährliche Welt, selbst kurze Expeditionen müssen perfekt ausgerüstet und geplant werden. Oh, Hitzegefahr Stufe 2. War das das? Oder gibt es jetzt noch ein anderes, wo wir rufen können? Tja, ja, das ist scheinbar nur das hier. Gut, okay. Einen anderen gibt es hier auch nicht. Ah doch, hier hinten. Phönix. Hydra und Phönix. Ich guck mal da drüben. Ich weiß gar nicht, Phönix, hat man das schon? Patashi? Tuntau? Webinok? Und Sylsalto? Ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasriese. Der Planet verfügt über keine bemerkenswerten Charakteristika. Webinok. Oh, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Der kam neu dazu. Webinok ist eine kleine terrestrische Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die gefrorene Oberfläche besteht hauptsächlich aus kohlenstoffhaltigen Materialien, Wasser und Silikaten mit geringer Dichte. Zudem wurden seltene, aber konzentrierte Vorkommen von Leichtmetallen als Folge von Asteroideneinschlägen gefunden. Eine der Hemisphären von Webinok ist bedeckt von Oberflächenvorkommen von oxidiertem Kupfer. Vor etwa 270 Jahren wurde ein turianischer Gasmassentransporter von Piraten im Phönix-System angegriffen. Das beschädigte Schiff legte eine harte Notlandung auf Webinok hin. Durch die Hitze dieser Notlandung schmolzen große Mengen der Eisoberfläche und aus den aufgerissenen Schiffscontainern ergoss sich flüssiger Sauerstoff. Bevor die Substanz sich verflüchtigen konnte, verursachte eine Reaktion, die zu der weit verbreiteten Rostbildung führte. Okay. Leichtmetall gefunden. Patashi ist eine
sonnenbestrahlte terrestrische Welt, deren Atmosphäre vor Jahrtausenden von dem Stern Phönix davongefegt wurde. Die hauptsächlich aus Eisen und Zinnvorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. Aufgrund der relativ geringen Dichte befindet sich Patashi in gebundener Rotation zu dem Stern Phönix. Auf der Sonnenseite befinden sich ganze Meere geschmolzenen Leichtmetalls. Seltenes Element entdeckt, Samarium. So, ich gucke mir hier auch noch mal rum. Wäre nicht das erste Mal, dass wir hier noch... Ah, da sehe ich doch was glitzern da unten. Kohlehaltiger Asteroid. So, haben wir denn hier noch was? Nö. Hier haben wir auch sonst nichts mehr. Dann schauen wir uns das mal an. Dieser Asteroid sendet ein konstantes schwaches Signal auf einer Frequenz von 1540 MHz aus. Proteanische Datendisk. Ah, sehr schön. Vielen Dank. Patashi haben wir gerade. Tuntau. Sonst noch was? Nee, ne? Synsalto waren wir. Webinok. Genau, Patashi. Okay, dann ist das hier das Letzte. Hier können wir landen. Tuntau ist ein riesiger terrestrischer Planet mit geringer Dichte, aber einer dichten Atmosphäre aus Methan und Helium. Obwohl er fast 20 AE von Phönix entfernt ist, herrschen bedingt durch die große Hitze des Sterns und die dämpfende Dicke der Atmosphäre auf der Oberfläche von Tuntau überraschend moderate Temperaturen. Die Oberflächenkruste besteht maßgeblich aus Natrium und Silizium. Dioxiden sowie Vorkommen von Leichtmetallen. Tuntau ist zwar nicht bewohnbar, aber aufgrund der relativ freundlichen Oberflächenbedingungen ist der Planet für Schiffe, die durch den Argus-Rohcluster reisen, ein beliebter Ort, um den Schiffsantrieb zu entladen. Gut, dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir landen hier. Ich speichere ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Also nächste Woche. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich hier begonnen habe. Ist ein sehr ungewöhnlicher Endpunkt, sag ich mal. Und so wie das hier aussieht, gefällt mir das auch nicht wirklich. Was haben wir denn hier? Verborgenes Gebäude, Anomalie und Trümmer. Ja, ich werde dann wahrscheinlich hier unten anfangen. Vielleicht kann ich das so abspeichern. Und so, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Lasst euch nicht ärgern. Habt noch einen. Ich weiß nicht, ob das heute dann passt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist schon nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag sollte, glaube ich, schon Silvester durch sein. Ich weiß nicht, dann wird das irgendwie am 2. oder 3. kommen. Ich weiß es nicht. Moment, ich gucke gerade mal auf den Kalender. Dann kann ich euch das genauer sagen, wann diese Folge kommt. Wo ist mein Kalender? Da ist mein Kalender. Also, der nächste Sonntag. Das wäre der 3.1. Also von mir dann schon mal ein frohes Neues. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Also macht's gut, ne? Tschüss.